Sommerliche Temperaturen und guter Fußball. Diese Kombination lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schaulustige an den Sportpark Pfalzner Weiher. Denn der internationale Jenö-Konrad U14 Cup hat sich zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Nachwuchsspieler, Fußballbegeisterte, ehemalige Profis und natürlich Trainer aus verschiedenen Ländern entwickelt. Ja, definitiv. Also letztendlich ist es inzwischen ein Turnier, wo wir viele deutsche Mannschaften, auch ausländische Mannschaften auf der Warteliste haben. Es ist inzwischen sehr bekannt und auch sehr begehrt. Und es macht dann immer Spaß natürlich, sich mit den anderen Mannschaften, mit den anderen Trainern, mit den anderen Offiziellen in den zwei Tagen natürlich auch auszutauschen, um einfach sich gegenseitig zu informieren, wie vielleicht Ausbildung in den anderen Teilen Europas oder auch in anderen NLZ stattfindet. Insgesamt 16 Vertreter aus 7 verschiedenen Nationen spielten um den begehrten Pokal. Für den Club war leider schon nach der Gruppenphase Schluss. Zu groß war die Leistungsdichte in der eigenen Gruppe, die durch Gegner wie dem FC Bayern München, Twente Enschede und dem FC Randers Freya vervollständigt wurde. Ja, natürlich, wir haben jetzt letztendlich eine schwere Gruppe gehabt, war ein bisschen unglücklich, aber letztendlich, man sieht ja an dem Tabellenständen auch oder jetzt am Endergebnis, Leverkusen ist 12. Es sind also hochkarätige Mannschaften, die einfach mal, wenn sie ein, zwei Spiele verlieren, weit nach hinten gereicht werden in dem Turnier. Aber das ist auch der Reiz des Turniers, man kann weit nach vorne kommen, kann aber auch mal weit hinten landen. Wir sind diesmal leider ein bisschen hingelandet, aber letztendlich ist es auch immer was Besonderes für die Jungs, hier vor eigenen Zuschauern, vor vielen Freunden, vor Schulfreunden zu spielen. Das haben wir unseren Jungs auch wieder ein bisschen angemerkt. Eine kleine Sensation kündigte sich zwischenzeitlich in der Gruppe B an. Erlangen-Bruck verpasste nur knapp den Einzug in die K.O.-Runde. Der regionale Vertreter siegte gegen den VfL Wolfsburg und schied letztlich nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz vorzeitig aus dem Turnier. Ein Gradmesser war das Turnier für den Bezirksoberligisten allemal. Nein, ich meine, die Jungs haben da Selbstvertrauen dann getankt nach so einem Sieg. Und eigentlich haben wir auch nicht viel gefeiert, muss ich sagen, weil das sind halt Gleichaltrige. Ne? Und die Spieler möchten halt dann auch irgendwann mal beim Club oder in Fürth spielen, sodass sie gegen solche Mannschaften ihr ganzes Können zeigen können. Ne? Nicht nur regionale Vertreter trafen aufeinander. Schon in der Gruppenphase traf der 1. FC Köln auf einen Mitfavoriten des Turniers. Ja, muss man schauen. Also wenn ich richtig gerechnet habe, müsste jetzt im Viertelfinale nochmal gegen Paris gehen. Gegen die haben wir ja schon in der Hinrunde, also in der Vorrunde gespielt. Haben da 0-2 verloren. Ist eine gute Truppe, körperlich sehr stark. Wenn es gegen die geht, müssen wir mal schauen. Vielleicht ist eine Revanche möglich. Wir sind gut gestartet in den Turniertag. Mal schauen, wie es weitergeht. Schwere Prognose. Und es sollte genau so im Viertelfinale kommen. 2 Jahre in Folge konnte sich Paris Saint-Germain für das Finalspiel qualifizieren. Dieses Mal war das Turnier schon nach dem Viertelfinale beendet. In einem packenden Elfmeterschießen musste sich der Mitfavorit gegen die U14 des 1. FC Köln geschlagen geben. On espère toujours le meilleur. C'est vrai qu'on a fait une bonne journée hier, mais on a vu hier où on fait un partout contre Wolfsburg. Et encore aujourd'hui, on gagne à la dernière minute, qu'on doit être meilleur dans l'efficacité. On a raté beaucoup d'occasions de but. Dans le jeu, c'est très bien, mais on doit marquer beaucoup plus vite, beaucoup plus de buts. Donc, on espère faire le meilleur. En tout cas, c'est toujours un plaisir énorme d'être ici. Nous, on en parle beaucoup au club. C'est pour nous peut-être le tournoi le plus intéressant en U14, le mieux organisé, où on prend le plus de plaisir. Donc, on espère revenir vraiment chaque année et avoir le plaisir d'être là. In das Finale des diesjährigen Jenö-Konrad U14 Cup zogen die Nachwuchsteams zweier Bundesligisten ein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln verlief lange Zeit auf Augenhöhe. Der FCB ging in Führung. Die Geißböcke glichen wenig später aus. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Der Spezialdisziplin der Kölner. Habe ich selber so noch nicht erlebt. Also waren wirklich wahnsinnig enge Spiele, hat man auch gemerkt. Am Ende bei beiden Mannschaften hat die Kraft gefehlt. Ich glaube aber, dass wir über alle 3 Spiele jetzt, die in der K.O.-Runde ausgetragen wurden, wahnsinnig viel investiert haben, haben dann während der regulären Spielzeit unsere Torchancen teilweise nicht ganz so genutzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke, Elfmeterschießen am Ende immer ein bisschen Glück dabei gehabt, aber freuen uns, dass wir das hier mit nach Hause nehmen konnten. Damit lösten die Geißböcke den letztjährigen Titelträger aus London ab. Das feierten die jungen Kölner auf dem Siegerpodest ausgelassen. Und wo sie schon einmal da waren, da nahmen sie den Siegerpokal ganz einfach mit.